Und die Aufnahme läuft wieder und willkommen zurück im Tempel des Feuers Party. Put your hands up in the air. Wir laufen gegen Feuer. Yeah. Okay, ich halt mein Maul. Wow, scheiße, Digga. Das war nicht beabsichtigt. Ah, toll. Ha. Da haben wir auch schon den ersten Hebel. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich den Tempel jetzt in einem Run machen muss, weil wenn ich jetzt aufhöre mit der Aufnahme, mit der Aufnahmesession, dann bin ich ja wieder am Anfang des Tempels und das will keiner. Außer deine Mutter, aber auf deine Mutter hört keiner. Ein roter Rubin. Wir haben die beiden Türen geöffnet, meine Freunde. Ist das nicht fantastisch? Und da haben wir eine Kristallkugel. Plus ein süßes Monster. Das wir kurz mal vergewaltigen. Bam. Oh lol, wir haben noch gar keinen Schlüssel. Schlauheit. Schlauheit. Autsch. Ich gehe durch Feuer. Ah, okay, das hier müssen wir mit Bumerang machen. Ich zeichne einfach mal hier den Pfad nach. Ach, scheiße. Knapp verfehlt ist auch vorbei, ja. Ah. Nicht schlecht, wir haben den Schlüssel. Zack, zack, zack. Oh, lol. Oh, ich habe mal kurz ein Dampfbad genommen. Bam. Und die Tür ist offen. Wir sind im nächsten Stockwerk. Und da sind schon wieder diese grünen Wabbeldinger. Pisst euch! Ihr Pisser! Ah! Das dritte. Das müssen wir vermutlich auspusten. Alles in diesem Tempel will uns am Vorankommen hindern, sogar die Kerzen. So assi. So assi von denen. Ja, ich vermute, hier brauchen wir eine Reihenfolge. Also probieren wir es gar nicht erst. Sondern. Achso, wir haben keinen Schlüssel, verdammt. Wow, was geht denn hier ab? Ah. Ja, ist doch easy, Junge, ist doch easy. 1, 2, 3, 4. Ich weiß, meine Schrift ist wunderschön. Hey, also wenn du etwas siehst, dann notier dir das auf der Map. Das ist unser Schlüssel zum Überleben. Bam, 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 bam. Skill. Und 1, 2, 3, 4. Zack, 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 zack. Und wir sind so gut, wir haben es geschafft. Kleine Anekdote, damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, wusste ich nicht, wie ich jetzt an den Schlüssel daran komme. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Nämlich mit dem Bumerang, wie sonst. Du hast eine kleine Schlüssel erhalten, bla 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 bla. So, also ich schlag diese Viecher hier gar nicht erst an, weil die sagen uns eh nur, wo noch Schätze versteckt sind. Das will keiner wissen. Ich habe mir gerade aus Versehen die Eier geschlagen. Ah, fuck. Was ist das? Sieht aus wie etwas Ominöses. Mm. Oh mein Gott, was ist das? Dritter Weltkrieg. Oh mein Gott, das geht ja. Bam, wir killen euch alle. Stirb.
Bam, bam, bam. Yo, der King hat alles vernichtet. So. Boah, Totenköpfe, Alter. Selbst die Untoten wollen uns an die Eier. Ey. Rubine. Wenn alle drei Fackeln erleuchtet sind, wird der Part, wird der Pfad sich öffnen. Pam. Und hier ist aber ganz einfach Boomerang Action. Einfach an den drei Fackeln vorbei. Bam, bam, bam. Und schon öffnet sich der Pfad. Wisst ihr Bescheid? Okay. Da haben wir auch wieder eine Kristallkugel, die uns hier den Boden öffnet. Alter. Alter, das ist wie eine Drehtür. Wenn man dagegen läuft, dann ist man gefickt. So, und da haben wir auch schon den Master-Schlüssel. Der Boss-Key. Er ist groß und schwer wie mein Schwanz. Ups. So, weiter geht's. La 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 la, Drehtüre, Drehtüre und weiter geht's. Wir tragen einen dicken Schlüssel auf unserem Kopf. Und rein damit. Klack. Auf geht's zum Boss. Viertes Obergeschoss. Was steht hier? Dieser Tempel bewahrt den Geist der Kraft. Tritt in das blaue Licht, um zum Eingang des Tempels zurückzukehren. Ja, das ist immer so ein Teil, was man bei jedem Tempel bekommt, um nochmal sich auszurüsten. Was brauchen wir nicht? Wir sind zu cool. Ich kann die Evil Presence, ich kann die teuflische Präsenz fühlen, die ganz oben an diesen Treppen lauert. Sei vorsichtig, okay, Max? Ja, natürlich, kleine Fee. Ich bin immer vorsichtig. Huh? Was geht denn jetzt ab? Ey, das wollte ich doch gar nicht. Ach du Scheiße, Blast Master of Fire. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der wird uns ficken. Okay, auf der Karte sehen wir jetzt. Die haben immer so verschiedene Anzahl von Hörnern. Der eine hat nur eins. Der nächste hat zwei und der andere hat drei. Soll heißen, wir können die. Mit dem Boomerang. Ah, falsche Reihenfolge. Wir können die mit dem Boomerang zusammenstecken. Aber erstmal muss ich vor den Pissern hier ausweichen. So, das ist Nummer 1, das ist Nummer 2, das ist Nummer 3. Zack. Und jetzt wird er zu einem. Nee, doch nicht. Falsche Reihenfolge. Warte mal, das ist 1. 2, 3. Nein, Junge! Komm schon. Stirb, 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 stirb. Ich weiß genau, wo du bist. Ich sehe dich auf der Karte. Ey. Okay, er hat sich wieder verkleinert. 1, 2, 3. Und die, 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 die. Er wird hart penetriert von uns. Keine Gnade mit dem Pisser. Wow, wow, Junge. Ja, der macht noch nicht mal Schaden, ist der Kacke, Alter. 1, 2, 3. Harte Penetration, harte Penetration. Kannst mir gar nichts, so. Bye bye.
Und er macht einen Abgang. Ah, wunderschön animiert, wunderschön. Beste HD-Grafik. Was ist das? Link hat wieder zu viel LSD genommen. Er hat wieder eine seiner seltsamen Visionen. Jetzt sieht er auch noch eine rote von diesen Feen. Ich bin Leaf, der Geist der Kraft. Ich diene dem Meereskönig. Ich bin dir zum Dank verpflichtet dafür, dass du mich von dem bösen Zauberer gerettet hast. Du hast das Siegel gebrochen und jetzt bin ich frei. Schau, Max, das ist der Geist der Kraft, Leaf. Und das... This must all be what Astrid was talking about. Darüber hat Astrid geredet. Bitte hilf uns, wir brauchen deine Stärke. Ich war weggeschlossen mit dem Meereskönig Jahre zuvor. Aber jetzt kann ich die Präsenz des Meereskönigs nicht mehr fühlen. Ich frage mich, was mit ihm passiert ist. Wenn ich mit dir komme, vielleicht kann ich es herausfinden. Wenn du es brauchst, dann komme ich, dann leihe ich dir gerne meine Hand. Ba 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 und der Kraft, der Geist der Kraft ist uns beigetreten, Leaf. Also, das sollten wir Astrid erzählen. Boah, geil, Loot. Und das blaue Licht. Und da haben wir schon unseren ersten Herzcontainer und damit 4 Herzen. Wunderschön. Bam, weggebeamt. Bitch. Der Vulkan hat aufgehört auszubrechen, Max. Ich wette, es ist, weil du das Monster besiegt hast, Max. Komm schon, lass es uns Astrid erzählen. Okay. Ich spinne mal kurz hier die Abhänge runter. Yo, Lineberg hat die ganze Zeit hier gechillt und mit Astrid gevögelt. Hey, Kind. Warst du, war es dir möglich, die Monster zu besiegen? Also Astrid wartet schon. Gut gemacht, du hast die Kraft des, der Dunkelheit besiegt, Max. Und über die, überdessen hast du das Siegel gebrochen, das den Kraft, das den Geist gefangen hielt, den du brauchst. Es gibt 3 Geister, den der Kraft, der Weisheit und des Mutes. Wenn du alle 3 hast, dann wirst du die Kraft besitzen, das Geisterschiff zu finden. Jetzt bleiben noch 2 Geister. Du musst ihre Orte ausfindig machen. Ja, ich sehe, es gibt einen anderen Hinweis für dich. Du wirst sie im Tempel des Meereskönigs finden. Und auf Melka. Meine Stimme. Und dann, all deine Bemühungen gebe ich dir das hier. Das soll dir im Kampf helfen. Blablabla. Jo, du hast einen Krafttropfen erhalten. Er gibt dir Kraft. Ja, yeah, geile Scheiße. Übersteuerung. Das ist ein Geistertropfen. Es gibt, there are many for each spirit. Ja, es gibt sehr viele für jeden Geist. Und finde so viele du kannst. Ja, okay, wenn man 10 gefunden hat, dann kann man so eine besondere Kraft freischalten. Wir wissen Bescheid. Interessiert uns nicht, wir verfolgen die Geschichte und nicht diese ganze Scheiße hier. Er ist so sehr so egoistisch.
bla 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 bla. Ja, okay, wir müssen zurück nach Melka. Bye. La la la, wer das Let's Play bis zu diesem Punkt schaut, Gratulation an den, dass er mich so lange aushält. Worüber redest du so lang? Ich wollte gerade gehen, Max. Ey, was ist denn, Lienebeck? Was ist denn mit dir? Ich hab gedacht, dass wir... Oh Mann, ey, was labern die immer für Scheiße, Junge? Die sollen ihre Fressen halten, so. Ja, wir gehen zurück nach Melka. Hast du auch nichts vergessen? Nein, ich hab nichts vergessen, mein Guter. Außer meine Eier. Okay. Pam, zurück nach Melka Island. Melka Island, wir kommen. Ba 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 ba. Boah, ich weiß gar nicht, ob man auf YouTube schon Filme ab 20 Minuten hochladen kann. Kann sein für neuere Kanäle, dass man die erst bis 15 Minuten hochladen kann oder so. Aber ich muss mal nachschauen, vielleicht geht es ja. Wäre gut auf jeden Fall. Ansonsten muss die Scheiße hier nochmal zusammen cutten und da habe ich persönlich gar keinen Bock drauf. Und da sind wir auch schon wieder zurück auf Melka, meine Freunde. So, wir gehen erstmal zu dem guten Meereskönig, was er zu sagen hat. Falls er überhaupt am Start ist und die Brücke ist wieder repariert mit ein paar Holzdingen. Hält bestimmt sehr lange. Ja, der Pisser ist natürlich nicht da. Was soll das echt? Was ein Service. Komm schon. Ja, ich weiß ganz genau, dass es hinter diesem Wasserfall ein Geheimnis gibt. Kann ich reinspringen? Na, schade doch nicht. Die Brücke ist wieder da, ist wieder repariert worden. At least until, bis zum nächsten Erdbeben, bis er sie wieder kaputt macht, ey. La 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 la. Ja, ja, unser Job in diesem Spiel ist es, Monster zu töten. Das mache ich auch immer sehr gerne. Und wir sind back at the Temple of the Meereskönig. Geile Scheiße. Hey, warte, warte. Wenn du jetzt zu hart pushst hier vom Anfang an, dann wirst du es nicht schaffen. Ich verstehe, dass du dich beeilen willst, aber verbrauch keine Energie. Vergiss nicht, dass dieser Tempel dein Leben aussackt. Sack mal, Dick. Yeah, ich habe keine Ahnung, wo wir die Geister finden, aber wir müssen irgendeine Strategie entwickeln oder du endest wie dieser Typ da auf dem Boden. Hey, weißt du, ich meine, wenn du sagst, dass du nicht, dass du allein gehen willst, dann stoppt dich niemand. Was, du versuchst, wieder alle Arbeit auf Max abzuwälzen? Du weißt, dass es gefährlich ist. Ja, Kind, der Tempel ist ein bisschen gefährlich. Nicht so der Platz für Kinder. Wenn du reingehst, dann... könntest du nicht es lange aushalten? Das ist nicht unbedingt wahr. Was? Opa! Ich bin sehr beeindruckt, dass du es geschafft hast, den Lichtgeist der Kraft zu befreien. Du bist sehr stark. Auch wenn du dem Geisterschiff folgen willst, dann wirst du es schaffen, Max. Geh auf den Altar hinauf.
So, und jetzt geht es eigentlich erst richtig los mit dem mit der Phantomsanduhr, nicht wahr? Zuerst das Spiel, Phantom Hourglass. Und wir haben gerade jetzt in diesem Moment die 20 Minuten erreicht. Und ich mache jetzt hier einen Cut bis zur nächsten Episode von The Legend of Zelda Phantom Hourglass, meine Freunde. Bleibt sauber, haltet die Ohren steif, immer schön masturbieren und jetzt haltet's Maul. Ciao.